Das ist eine Küste. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Da ist er. Es tut mir leid, dass ich dich töten muss. Ich hätte ihn auch anzündeln können. Aber der hat wirklich nicht mehr viel ausgehalten. Das war richtig nice. Ohne Rüstung. Mit dem ganzen Öl. Voll die Schwachpunkte. Einen habe ich sogar nicht mal ausnutzen können. Ich muss eine Quest starten. So. Stentor.
Okay, Stentor. Zufrieden? Du bist zurück. Die Helden sind erledigt. Du solltest tot sein. Bist du enttäuscht? Die Götter bestrafen mich. Ich bin Söldnerin. Töten ist mein Beruf. Daran ist nichts Göttliches. Bescheiden, aber sterblich. Auch dich wird Hades noch bekommen. Den Styx überqueren wir, wenn wir dort sind. Ich habe keine Zeit für sowas. Sparta muss dieses Gebiet einnehmen, solange wir die Chance dazu haben. Ziehen wir in den Krieg. Bringen wir es hinter uns. Darin sind wir uns einig. Je eher ich dich loswerde, desto besser. Also war unser Vater nicht hier. Sehe ich das richtig? Ach komm, wir haben den letzten Krieg auf Albtraum gewonnen, den kriegen wir auch hier. Für Sparta! Schick die Athener in den Hades! Wo sind sie denn? Wo stehen die denn rum, oder? Sie werden langsam mürbe. Das Ende ist nah! Der Held. Gibt's noch einen? Dieser Kampf ist so gut wie gewonnen. Ich mache euch!
fühlt sich so einfach an, auch wenn es nicht einfach sein sollte. Es fühlt sich so einfach an. Ich muss aufpassen. Okay, ich muss mich mal heilen. Boah, das war knapp. Das war knapp. Du bist der Letzte. Wir haben gewonnen. Wir haben die Athena besiegt. Sparta gehört Boeotien. Wir sind wirklich geil geworden. Ja, so richtig stark. Der Sieg ist unser! Der Sieg gebührt dir. Du hast uns gut geführt. Mein Vater hat mir alles beigebracht, was ich über die Heerführung weiß. Leider hast du ihn mir genommen, sonst hätte ich vielleicht noch mehr gelernt. Hör auf. Sag mir ja nicht, was ich tun soll. Ich habe hier das Kommando. Du hast meine Hilfe gebraucht. Bei den Göttern, wie kann man so arrogant sein? Kein Wunder, dass mein Vater dich verstoßen hat. Du weißt nichts über meine Familie. Ich weiß, dass er dich von einer Klippe stieß und mich wählte. Na, wer ist jetzt arrogant? Du bist nur ein Nachzügler, ein schlechter Ersatz. Das werden wir noch sehen. Was meinst du? Nun, da wir die Athena auf dem Feld besiegt haben, ist es Zeit, mich um meinen wahren Feind zu kümmern. Stentor, deine Arbeit ist getan, Söldnerin. Und jetzt töte ich dich für das, was du mir in Megaris genommen hast. Warum machst du das? Weil du einfach nach Megaris marschierst, den verdammten Krieg ruinierst und dann ermordest du meinen Vater. Ich habe getan, was ich tun musste. Und das tue ich auch. Was hättest du denn davon, wenn du mich tötest? Rache, Gerechtigkeit, Frieden. Eins davon wäre schon genug, aber alle drei sind besser. Glaubst du, Rache betäubt deinen Schmerz? Glaub mir, das klappt nicht. Das ist der Punkt. Ich glaube dir nicht. Du musst das nicht tun, Stentor. Oh, aber ich tu's. Und nichts, was du sagst, wird mich davon abbringen. Das ist nicht das, was Nikolaus gewollt hätte. Woher willst du das wissen, Verräterin? Ich bin keine Verräterin. Du hast Sparta verraten. Du hast deine Familie verraten. Du hast meinen Vater getötet und mir ein normales Leben verwehrt. Du verdienst nichts außer meinen kalten Stahl, der sich in dein Herz bohrt. Euch umzubringen, wird die alten Wunden nicht heilen. Pater! Hallo, Stentor. Ich dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Sie sollte für ihre Taten büßen. Ich habe schon mehr gebüßt, als du dir vorstellen kannst. Es ist mir scheißegal, was du durchgemacht hast. Stentor, es ist vorbei. Ich verstehe nicht. Ihr seid zu Größerem bestimmt. Werde der Anführer, zu dem ich dich ausgebildet habe. Führe Spartas Heere und kehre siegreich zurück. Wie? Du bist ein ehrenhafter Mann, ein treuer Sohn und großer Krieger. Du wirst ein besserer Anführer sein, als ich es je war. Du hast es in dir. Das werde ich, Vater. Ich werde dich stolz machen. Das hast du bereits. Das hätte böse enden können. Kassandra, ein Schatten liegt über Sparta. Sei vorsichtig, wenn du zurückkehrst. Martha und ich kommen schon klar. Wo war sie?
Auf einem Thron. Klingt ganz nach ihr. Ha. Mögen die Götter über euch wachen. Nice! Der Eroberer abgeschlossen und ich habe gehofft, dass Nikolaus noch rankommt, weil ganz ehrlich, das war ja nicht das, was ich gewählt habe. Aber man hat gemerkt, dass die Synchronisation nur für eine Entscheidung gesprochen wurde. Es wurde einfach nur eine neue Szene dazu getan. Finde ich ein bisschen schwach, weil sie hätte es ja sagen können, aber na gut. Die wussten wahrscheinlich selbst nicht, wie sie es einbauen, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt nur noch das hier. Aber ich dachte, wir treffen hier den nächsten. Okay. Ich glaube, ich weiß, wer der Verräter ist. Der andere König, der schwache König. Er ist kein Spartiat. Ich habe ihn enttarnt. Er ist kein richtiger Spartiat, weil wir konnten sagen, du sprichst nicht wie ein Spartiat. Ich glaube, wir haben da was. Machen wir das jetzt. Oder haben wir noch Kultisten zu töten? Wir haben den noch zu töten. Wir haben noch 3 Kultisten. Ich dachte wirklich, die Familie des Kultisten wird vom Kult bedroht. Den machen wir jetzt, glaube ich. Das heißt, die Story und die Könige geht wahrscheinlich noch weiter. Wir haben das Spiel fast abgeschlossen. Ich sehe schon ein Ende in Sicht. Aber wir verfolgen erstmal den hier. Da haben wir auch noch eine Quest. Na, vielleicht irgendwann mal. Ich kann nicht jede Quest jetzt machen, die aufbloppt. Das kann ich morgen machen oder so, wenn ich mal mehr Zeit habe. Ich will Progress. Ich will Kapitel 8 noch erreichen. Und schon wieder schon nicht mehr. Wir haben schon 0 Uhr. Ich nehme diese Insel. Aber ich denke mal, die Questreihe machen wir dann morgen wahrscheinlich. Ja.
werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Oh. Die sind da, ja, stimmt. Ich frage mich, ob man irgendwann mit den Athenern und den Spartiaten befreundet ist, mit beiden oder wenigstens eine Seite, weil die kriegende Artemis, die greifen uns ja auch nicht mehr an. Aber ich glaube nicht, Wachen sind Wachen. Aber die vielen verschiedenen Fraktionen finde ich auch genial. Den schnappen wir uns. Ich hoffe, also ich konzentriere mich sofort nur auf den, wenn da mehrere sind. Ich hätte auch am liebsten eine Flotte um mich herum. Ich hatte ja gehofft, dass man eine Flotte bekommt. Das ist nur einer. Wir können es schaffen. Wünscht mir Glück. Es ist gefährlich, hier so nahe zu kommen. Ruderer auf Position! Erhöht das Tempo! Scheiß auf die Pfeile! Wie viel Schaden die fressen. Bin doch nicht so viel stärker, oder war das ein schwächeres Level als 50? Nee, die waren noch nicht so schwach. Die waren doch alle Level 50.
Tilenische Hai. Nice. Eine Schwächung der Obsidianinseln wird zum Kosten einer Seeschlacht ziehen. Also Seeschlacht. Boah, das wird so heftig schwer. Sokos, ne? Oder wen? Das mache ich auch auf jeden Fall morgen. Sokos in den Krieg ziehen, aber wie ist Sokos? Das ist Kairos? Chios Amonos. Silberinseln, südliche Sporan, steinarte Inseln, Hephaistos-Inseln, Abanteninseln, Obsidianinseln, dazu gehören Melos und Hydrea. Und Melos und Hydrea, ja, das sieht einfach aus. Die machen wir auf jeden Fall auch als nächstes. Kultisten können sich warm anziehen. Besonders er hier. Der Weise ist ein Schiffsführer. Der Weise wird als vielköpfig beschrieben. Der Weise ist in der Nähe von Messenien. Die Kultisten bekommen wir dann. Oh Gott, bitte nicht. Ich will die nicht haben.